Man glaubt es kaum, es ist Samstag, es ist tatsächlich planmäßig passiert. Der Euro Truck Simulator 2 erscheint tatsächlich pünktlich und wir fahren weiter im Winter nach Salzburg. Und damit willkommen zurück im Regen auf dem Weg nach Salzburg, wo wir den Auftrag jetzt auch zu Ende fahren. Schön durch den Regen, wie sich das gehört. Ich habe die Feststellbremse angezogen. Und unsere Straßenwalzen werden wir jetzt einfach mal in die richtige Richtung lenken. Jetzt machen wir uns erstmal richtig Licht an. So, haben wir die Dachmontierung auch an? Ja, haben wir auch an. Und dann fahren wir durch den Schneematsch und durch den dicken Schneeregen. Wobei es mir da echt gefallen hätte, wenn jetzt diese Mod ein bisschen mehr, ja, mehr an Schnee gebracht hätte. Weil das Gewitter, das passt jetzt irgendwie nicht da so rein, aber das ist ja nicht Sache des Mod-Autors. Wenn er nur auf die Wetterengine zurückgreift vom Euro Truck Simulator, dann ist das leider so. Ja, viel passiert ist in dieser Woche nicht, außer dass die belgische Polizei jetzt wohl auch eine Aktion gegen mutmaßliche Terroristen gestartet hat. Hast du mit Sicherheit in den Nachrichten schon mitgekriegt. Und falls nicht, würde ich sagen, lies die Bild-Zeitung. Oh, kurvig und rutschig. Wenn nicht, liest die Bild-Zeitung. Die hat das Thema ganz sicher zerrissen. Also zumindest sehe ich seit einer Woche an den... Wenn ich am Kiosk vorbeilaufe bei uns an der Arbeitsstelle, sehe ich immer eine Bild oben zu liegen. Und da steht seit über einer Woche nichts anderes mehr. Ja, also großer Titelaufmacher, immer noch Terror in Frankreich. Mittlerweile wird es dann morgen wohl auch sein Terror in Belgien. Und die belgische Polizei hat halt wohl auch einen Schlag gegen diese mutmaßlichen Terroristen ausgeführt. Ich weiß nicht, ob wir uns da an den Spekulationen beteiligen sollten. Ich glaube nicht. Denn das ist nicht so wirklich gut fürs Let's Play. So ein Thema. Aber es polarisiert halt. Es bewegt die Menschen. Gut. Damit haben wir es angesprochen. Aber, ich glaube nicht, dass wir das im Let's Play auseinandertreten sollten. Ja, zumal der MS ja tatsächlich geschrieben hat, dass ich nicht cool bin. Und deswegen machen wir das auch nicht, weil ich bin ja nicht so cool. Was ist denn das? Ui. Breit. Ich muss, glaube ich, hier weiter. Ja, ich muss hier weiter. Ganz schön schwierig gerade. Man sieht nicht viel. Um nicht zu sagen, man sieht quasi nichts. Auch mit Frontmontierung sieht man so gut wie gar nichts. Dann muss man halt mal gucken, ob wir hier mit 80 Sachen, 90 Sachen in Ruhe drüber metern können. Aber so wirklich sicher bin ich mir da nicht. Komm, zieh mal an mir vorbei. Und du fährst mir besser nicht hinten rein. Das ist nämlich unangenehm, wenn du sowas machst. So, wir sind auf jeden Fall noch auf der richtigen Route. Wir sind auf dem richtigen Weg, mein Freund. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir dann auch auf dem richtigen Weg bleiben. 100 im Schnee, Matsch, Gedöns, Eis ist vielleicht nicht ganz so toll. Aber dennoch versuchen wir einfach unser Glück. Bin ja mal gespannt, ob wir die Folge heute irgendwo... Du verstehst das bestimmt. Bin ja mal gespannt, ob wir die Folge heute ohne irgendeinen Fail auf die Reihe kriegen. Davon gehe ich nicht aus. Dafür ist die ganze Karre ja nämlich schon viel zu rutschig. Und vielleicht hört es ja auch irgendwann wieder auf zu regnen. Wir haben ja die Regenwahrscheinlichkeit relativ weit nach oben gedreht.
Hui. Einfach nur, um zu sehen, ob es überhaupt geht. So, Schaden haben wir schon ganz gut am Auto. Was haben wir denn da überhaupt? Weiß man das? Uiuiui, 9%. Klar, wegen dem Idioten, den wir in der letzten Folge auf die Hörner genommen haben. Er hätte warten müssen, hat er aber nicht. Und wir rechnen jetzt immer mal mit der Dummheit der KI. Ich gehe auch davon aus, dass das jetzt nicht besser wird. Uns fährt mit Sicherheit wieder irgendeiner in die Karre. Wundern würde es mich nicht. So, erstmal die Rundumleuchten angemacht, damit wir auch gesehen werden. So, dann wollen wir mal ein bisschen runterbremsen, wa? Weil für uns heißt es nämlich... noch geradeaus ein bisschen weiter zu fahren. Das ist heftig. Ich sehe nichts, Alter. Ich sehe gar nichts. Ah, jetzt. Eieiei, was eine Auffahrt. Okay, bleiben wir mal auf der Mittelspur. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwie dran vorbeikommen, ohne dass wir uns hier ausrutschen, dass wir irgendeinem reinfahren oder dass uns einer reinfährt. Ich meine, mutig ist das schon, was wir hier machen. So ist das ja nicht. Bei dieser Witterung, weißt du, siehst nichts, aber siehst auch wirklich gar nichts. Hier noch Überholvorgänge zu machen. Aber die Details finde ich ganz lustig, wie sie den Schneematsch hochschmeißen, die LKW. Also die Anhänger vor allem. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht bei Bussen und PKW, ob die auch sowas machen. Nö, die machen sowas nicht, die sind schneelos. Da habt ihr euer Auge lieber mehr auf das Detail gelegt, wie mir scheint. So, jetzt kullern wir hier mal ganz sachte runter. Mit 103. Ganz sachte, versteht sich. Nun ja. Schwierig, schwierig ist das Ganze. Uah. Das war mir so klar. Das war ein astreiner Slide. Sauber zu Ende gebracht. Driften. Nein, das war kein Gedrifte. Er ist mir einfach nur nach vorne weg ausgebrochen. Erinnert mich immer an die alte Köchin, die wir damals hatten in meinem Ausbildungsbetrieb. Die fand ich lustig. Die hat so eine kleine Cafeteria betrieben und die hat auch noch selber gekocht. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Die hat mich dann irgendwann mal gefragt, weil ich gerade ausgebrochen gesagt habe, irgendwann mal so nach meinen, ich glaube, ersten 2 oder 3 Essen dort, die ich da verschlungen habe, hat sie mich irgendwann gefragt, und wie war's, wie hat's geschmeckt? Ja, und das war ein Gulasch, der war richtig gut. Also, hätte ich sagen können, also da kann ich schon sagen, der war super. Und ich sagte ihr stattdessen, kürzlich, ausgebrochen gut. Danach hat sie 2 Wochen nicht mehr mit mir gesprochen. Wie sie irgendwann mal von jemandem verklickert gekriegt hat. Ey, das macht nur, der macht nur Spaß. Das Meister Mugent. Das macht keinen Ernst. Und so ist es auch. In der Regel ist alles das, was ich so von mir gebe, Spaß.
Kann natürlich auch sein, dass mal ein, zwei Fälle dazwischen sind, wo das nicht so spaßig wird, aber in der Regel bin ich doch recht spaßig unterwegs. Andere Kollegen von mir sind weniger spaßig unterwegs, die sind zuweilen einfach nur durch. Ich nenne da auch keinen Namen, ich verweise nur freundlich auf das Minecraft-Let's Play. Kennst du diesen Moment, wo diese betretene, peinliche Stille eintritt? Ja, aber er sagte ja schließlich auch, ich wäre nicht cool, also... Gut, ich meine, er hatte ja damit recht, aber trotzdem muss ich ihm ja zumindest einen mitgeben, oder? Also, ich meine, er hat zwar Fakten serviert, aber niemand hat ihn darum gebeten. Was? Der Kollege hinter mir gibt ganz schön Feuer, war auf der rechten Seite. Bringt ihn aber ja nicht weiter. So, wir sind hier im Übrigen nicht langsam unterwegs. Es ist ordentlich am Niederschlagen, der Niederschlag. So. Wir müssen hier durch, ne? Ja, wir müssen hier durch. Ich war mir halt nicht sicher, ob das eine doppelte Spur ist. Ist es wohl offensichtlich auch nicht so richtig. Aber so geht's ja. 130 im Schneematsch, das muss mir einer nachmachen. Natürlich nicht, weil ist ja nicht real hier. Wir fahren ja virtuell und 130 mit dem LKW im Schneematsch würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen. Also zumindest nicht im realen Leben. Hier kann nichts weiter passieren, außer dass der Monitor da zerfällt oder so. Und wir ständig über den Rüttelstreifen fahren. So. Da vorne ist irgendein dickes Fahrzeug drauf. Aber da kommen wir dran vorbei. So. Lieber guter LKW-Mann, schau mich nicht so böse an. Ziehe deine Trailer ein. Ich möchte nur vorbei dran sein, was? Ups. Rüttelstreifen. So, der Sprit reicht noch für 600 Platschkilometer, 690. Haben tun wir nur noch 45. Wir tanken jetzt mal nicht. Es hört auf. Es hört auf zu regnen. Yeah. Tanken werden wir jetzt mal nicht. Das können wir dann auf der nächsten Tour machen. Sprit reicht noch für über 600 Kilometer. Und so viel Kilometer haben wir nicht mehr. Ich konnte soeben die Zielscheibe sehen da. Das ist die Zielflagge. Die Zielscheibe ist klar. So, wir fahren geradeaus, sagt Navi. Navi sagt nein. Komm, DHL, versuch's. Das miese Wetter hat aufgehört. Ist das nicht toll? So, hier ist eine Warnung vor der Radarkontrolle. Die hier irgendwo rumfällt. Irgendwo hängt sie dran. Da hängt sie. So, 80 dürfen wir, 60 haben wir. Passt. Hier dürfte eigentlich jetzt nichts blinken und blitzen. Da sind wir doch tatsächlich schon in Salzburg angekommen. Fahren sehr untertourig, wir haben leichten Sonnenschein. Minus 38 Grad. Wir sind am Ziel.
6 Kilometer haben wir noch, also sind wir gleich da. So, wir hängen uns mal hier hinten dran. Weil wir sind ja schon da. Sehr schön. Wow, ist aber ein Riesenstadtgebiet, hä, für Salzburg. So. Dann geht's hier zu JCB. On the left side. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ein Plätzchen finden, wo wir ihn abstellen können. Aber das ist recht übersichtlich, das Plätzchen. Da können wir uns auf jeden Fall sauber hinstellen. So. Um das Parken des Aufliegers zu überspringen. Das machen wir nicht. Weil wir die Popel haben wollen. Die XP-Popel. So, Kamerawechsel. Und rein mit dem Rückwärtsgang. So. Stellen wir die Kiste erstmal hin. Und gucken mal, dass wir die Karre da irgendwie unterkriegen. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So. Nahezu perfekt. Und damit haben wir es doch auch schon. Perfekta. So, gucken wir mal. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall erstmal Schäden abgezogen. Wegen dem Freak, der uns da reingefahren ist. 23 Erfahrungspunkte und 282 Euro müssen wir selber latzen. Sehr traurig, sehr traurig. Naja, wie auch immer, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Gucken wir mal aufs Auftragsangebot. Wir sind aktuell in Salzburg. Von Salzburg nach Paris? Eher schwierig. Also nicht in 8 Stunden. Ja, also das schaffen wir nicht. Hier, das wäre was. Von Salzburg nach Rotterdam. Das ist quasi dasselbe Häuschen. Müssen wir von Susano fahren. Das ist in derselben Stadt. Wäre doch gar nicht so schlecht. Da hätten wir dann einen hübschen kleinen Caterpillar Mini-Bagger. 9 Tonnen ist er schwer. 39.000 Euro bringt er. Den nehmen wir mal mit. Weit ist es nicht weg. Wir biegen einmal aber nach links ab. Ich will das Fragezeichen noch mitnehmen, was wir hier in Salzburg haben. Dann satteln wir das Ding gleich auf. So. Den nehmen wir mal mit. Ich meine, das dauert ja auch noch eine Weile, bis der abläuft, der Auftrag. 18 Stunden hatten wir dafür, bis der abläuft. Da haben wir einen kleinen DAF-Händler entdeckt. Das ist doch schön. So. Dann fahren wir da jetzt hin, satteln das Ding auf und dann war es das ja auch schon wieder für diese Folge. Traumhaft, wa? Aber immerhin, alles zusammengeschoben hier, alles zusammengekarrt. Es ist tatsächlich mal nicht zu einem Fail in diesem Auftrag gekommen, wobei ich mir immer noch nicht ganz so sicher bin, ob das auch so bleibt.
So, 22 Kilometer. Aha. Also müssen wir doch noch ein Stückchen fahren. So. Na, dann fahren wir das Stückchen noch. Sofern wir denn zum Fahren kommen, weil das ja doch eher alles so ein bisschen... Ja. So ein bisschen grün ist. Ja, ja, hör auf zu hupen. Ich stehe selber hier so rum. So. Halten wir mal unser Limit. Und fahren wir schnell zum Auftrag. Vielleicht mit ein bisschen mehr Minischmackes. Zu Sano müssen wir, ne? Das ist gar nicht so weit weg. Ich kann es schon sehen auf der Strecke. Uah, alter Felsen. Uah, LKW. Okay, Master Merchant, fahr langsamer. Langsamer, habe ich gesagt. Alles kaputt. So, Sano. Wäre in dem Falle hier so irgendwo. Na, wenn das mal nicht irgendwie ein Steinbruchgelände ist, wa? Nee, eher Chemiefabriksgedöns, oder? Nee, Bauernhof für Arme. Alles klar. Okay, dann stellen wir uns halt hier hin. So, da steht er schon, der Auftrag. Den müssen wir uns erstmal schnappen. Er hier. Den nehmen wir an. Jetzt leuchtet er. Nee. Coole Sounds. So, dann stellen wir uns mal hier hin. Schnappen wir uns das Teil mal. So in etwa klingt das übrigens, wenn der MS-74 anfängt zu meckern. Also die Hintergrundgeräusche. Verdammt, jetzt habe ich doch einen Namen genannt. Ah, gefällt. Nein, haben wir natürlich nicht. Aber... So können wir es stehen lassen, oder? Stellen wir uns mal hier vorne hin. So, fahren wir hier mal raus. Und hier vorne stellen wir uns einfach mitten auf die Straße. Mal was anderes. Nicht immer nur auf dem Parkplatz. Oder mal gegen die Regeln und so, weißt du? So, Handbremse an. Maschine aus. Licht aus. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lässt du ein Like oder ein Abo da. Wenn nicht, verschenkst es oder behältst es für dich. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Däumchen übrigens wäre auch ein Träumchen. Und solltest du negativ bewerten, dann sei so fair. Schreib in die Comments, warum du dann negativ bewertest, damit ich lerne, was du feierst und was nicht. Bis dahin, wenn's passt, planmäßig nächsten Samstag. Wenn's nicht passt, irgendwann am Wochenende oder irgendwann im Mai. Bis dahin, mach's gut und ich bin raus.